So, alle zusammen, einen schönen guten Nachmittag. Wir sind jetzt beim dritten Vortrag hier heute. Und zwar mit Alexei und Schwepps. Es geht einmal um Zutaten in alkoholfreien Drinks. Ein paar Worte zu Alexei. Er hat in München angefangen, Chemie zu studieren, nicht Medizin. Ist dann über ein paar Praktiken in Amerika wieder nach Deutschland zurückgekommen. Man kennt ihn wahrscheinlich aus dem Kinley und weiteren Barstationen in Frankfurt. Er ist zwar jetzt in Elternzeit, aber ist heute trotzdem für uns hier, um uns ein bisschen was zu erklären. Das Ganze baut auch ein bisschen auf dem Vortrag von letztem Jahr auf. Aber seid überrascht, er ist gut vorbereitet und ich glaube, wir können ein paar coole Sachen heute auch probieren. Nö. Endlich. Meine Lieben, vielen, vielen Dank, dass ihr hier seid. Es ist ein super spannendes Thema und es ist auch wirklich ein Privileg, hier sein zu dürfen und über dieses Thema zu sprechen. Wir haben im letzten Jahr bereits schon über alkoholfreie Drinks gesprochen, alkoholfreie Drinks in der Bar gesprochen. Und wir würden ganz gerne anfangen, indem wir einfach mal einen kleinen Reminder setzen, über was haben wir im letzten Jahr eigentlich gesagt. Zum einen, alkoholfreie Drinks sind ein immer größeres Thema in der Bar. Sowohl die Nachfrage in den Bars steigt nach alkoholfreien Drinks, Equal Drinking, wie es die Collabbar macht, das ist mittlerweile ein Konzept sogar geworden. Und wir haben im letzten Jahr darüber gesprochen, dass es vor allem zwei Probleme gibt bei alkoholfreien Drinks. Zum einen die Löslichkeit von Aromen, die ist in Alkohol besser und dadurch schwieriger bei alkoholfreien Drinks. Und zum anderen ist es einfach nur, dass das Mundgefühl bei alkoholfreien Drinks meistens etwas schwierig ist. Und warum das so ist, haben wir letztes Jahr befasst. Wir haben letztes Jahr den Rückschluss gezogen, dass eben der Mundgefühl ist oftmals eine Stimulation des Nervus Trigeminus. Und der Nervus Trigeminus funktioniert sehr, sehr anders von unserer normalen Wahrnehmung. Das heißt, man kann sich überlegen, der Schmerz ist ein Beispiel. Und der Nervus Trigeminus also funktioniert sehr anders als das Riechen und das Schmecken, wie wir es normalerweise kennen. Darum geht es dieses Jahr. Und wichtig ist, was man sich merken muss, ist, die Wahrnehmung vom Nervus Trigeminus ist additiv. Das heißt also, je mehr Reize, je mehr ich diesen Nerven reize oder das Mundgefühl reize, desto mehr addiert sich diese Wahrnehmung und kann sogar so weit addiert werden, dass sie die olfaktorische Wahrnehmung überlagert. Sprich, was ich damit sagen will, das kann sein, also ich glaube, wenn man zu scharf gegessen hat, dann schmeckt man nicht mehr so viel von dem, was man isst. Genau das ist ein Beispiel dafür. Und genau das ist auch ein Beispiel, das wir uns zunutze machen wollen, indem wir alkoholfreie Drinks machen, die cool sind, die gut sind, die Mundgefühl haben und nicht so schmecken wie eine einfache Saftschorle. Was benutzen wir dafür? Auch das haben wir letztes Jahr gemacht. Wir haben ein paar Booster-Zutaten, die wir quasi benutzen, und zwar Klassen. Und die Klassen sind aus meiner Meinung nach, die bei alkoholfreien Drinks sehr helfen, ist Umami, astringierende Stoffe, Schärfe, Fett, Tannin und auch Kohlensäure. All diese Zutaten, Klassen oder Klassen von Zutaten, helfen dabei, einen alkoholfreien Drink spannender zu machen. Zwar nicht so sehr in der Aromatik oder nicht zwangsläufig in der Aromatik, aber so, dass man eben ein zusätzliches Mundgefühl hat und es etwas triggert. Der Ansatz für dieses Jahr, den ich gewählt habe, ist, ich wollte im Endeffekt dieses Jahr eine Art, im Idealfall einen Baukasten machen mit Zutaten für alkoholfreie Drinks. Dinge, die zusammen paaren, Dinge, die wirklich funktionieren und die Zutaten, die gleichzeitig das Mundgefühl boosten. Dafür habe ich im Endeffekt echt viele Drinks ausprobiert, einfach immer und immer wieder. Und ich wollte dafür einen Ansatz nehmen, der zum einen vergleichbar ist und zum anderen einfach ist. Und was ich dafür gemacht habe, ist, ich habe einen Ansatz genommen, indem ich einfach nur alle Zutaten entweder miteinander püriere, mit einem Pürierstab oder in den Mixer haue, alle Zutaten fertig. Ich habe keinen Sirup gekocht, ich habe keine Infusion gemacht, ich habe nichts mazeriert, sondern ich habe wirklich nur alles in den Mixer gehauen und danach als Milk Punch geschickt oder als Milk Punch verarbeitet, entweder mit Kokosfett oder mit Milch, weil ich so einen Ansatz habe, der vergleichbar ist. Ich wollte das Resultat von einem Milk Punch haben, wegen dem Fett und auch gleichzeitig, weil der Look and Feel dann quasi der von einem modernen Drink ist. Was mir das Ganze ermöglicht ist, wenn ich jetzt fancy sein will, ist, ich habe keine Hitze benutzt, dadurch habe ich Zutaten, die in Anführungszeichen ein bisschen frischer sind, nicht ganz so viel Geschmack abbauen, man könnte sagen, ich verhindere Oxidation. Und vor allem aber, ich spare mir Schmelzwasser. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Zuckersirup koche, füge ich Wasser hinzu und das ist quasi eine gewisse Verdünnung. Und genau die habe ich vermieden, indem ich halt die Verdünnung sehr genau steuere. Und was ich quasi dadurch vor allem aber erreiche, ist mit diesem Ansatz, dass ich alles miteinander kombiniere, alles wiege und hinterher filter, kann ich sehr viel effizienter arbeiten. Also mit diesen Ansätzen zum Beispiel, von dem Drink, den ihr jetzt zum Beispiel gerade habt, das ist, ich weiß nicht, ob ihr, der Hintergrund, ich glaube, die meisten Leute haben schon mal in Bars gearbeitet mit hausgemachten Zutaten und es kann irgendwann echt in die Stunden gehen, wenn man alles selbst macht. Josh nickt. Und im Endeffekt ist es halt irgendwann für jeden Hack, den du anwenden kannst, oder wenn du halt mal 75 Drinks oder 100 Drinks die Stunde
vorbereiten und blenden kannst auf einem vernünftigen Niveau, dann bist du echt froh, wenn es halt nicht mehr 4 Stunden sind. Und genau das ist halt quasi mit diesem Setup möglich. Also du beschränkst deine Auswahl, aber es ist dir möglich, effizient zu arbeiten. Also ein weiterer Vorteil. Und ich wollte es halt einfach für mich ausprobieren, über was kann ich mit diesem Ansatz erreichen. Der erste Drink, den ihr jetzt im Mund habt, ist für mich quasi ein Beispiel für genau diesen Ansatz und halt auch ein Drink, der, ich hoffe, es schmeckt euch, der aber einen vernünftigen Ansatz hat. Die Inspiration von dem Drink war im Endeffekt einfach nur ein Espresso Tonic. Super Drink, funktioniert, hat ein Mundgefühl. Ich wollte ihn aromatisch erweitern um ein Pairing. Und zwar wollte ich noch Blaubeeren arbeiten und Zimt. Warum Zimt? Ich glaube, so wirklich jeder kennt diese Wette mit, kann irgendjemand einen Löffel Zimt in den Mund nehmen und es passiert was vom Mundgefühl her, ne? Naja, warum soll man das nicht nutzen? Blaubeeren, Beerrich funktioniert wunderbar, kommt in den Drink nicht ganz so stark raus, aber es gibt so eine gewisse Fruchtnote, die einfach sehr gut funktioniert. Und vor allem Kaffee sorgt für eine astringierende Note und du hast halt ein gutes Mundgefühl in Kombination mit dem Tonic. Aromatisch gesehen passiert da ein bisschen was. Blaubeer passt ganz gut mit Zimt. Ist jetzt keine Weltüberraschung, dass Blaubeer und Zimt zusammenpassen. Und das ursprüngliche Tonic, ich finde, das Tonic harmoniert auch ganz gut irgendwie mit den Kaffeenoten. Gerade diese Röstaromen am Ende fungieren eigentlich ziemlich gut. Was ich zusätzlich benutze, sind so ein paar Zutaten, die werde ich innerhalb von diesem Talk so ein bisschen als Booster-Elemente definieren. Zum einen ist es Sumach. Es ist ein Gewürz, das sehr reich in Tanninen ist und es ist auch eine gewisse Säurequelle. Und zum anderen mache ich quasi ab jetzt in jeden alkoholfreien Drink Chili-Pulver, Glutamat und Sumach als Booster. Über Glutamat werden wir noch reden. Bitte, also schärft die Messer, lass uns am Ende drüber reden. Next shit, great again, können wir uns bitte das T-Shirt haben? Nee, also wir werden noch darüber reden, aber tatsächlich ist es einfach nur so, dass wir reden gleich an der entsprechenden Slide drüber. Ja. Was ist Geschmack und Geschmackspower? Die Grundlage vom Geschmack sind unterschiedliche Mechanismen, die ein Signal auslösen und die wahrgenommen und prozessiert werden. Wir haben verschiedene Quellen, die eben diese Signale auslösen können. Das eine ist unser Riechreiz, unser Riechnerv, wie wir riechen können. Es gibt verschiedene Mechanismen. Und das andere ist, was wir schmecken können. Das heißt, im Endeffekt ist, wir schicken ein Signal und dieses Signal wird prozessiert und das Ergebnis davon ist Geschmack. Das heißt, Geschmack ist wahnsinnig vielfältig, wahnsinnig komplex und gleichzeitig doch sehr transzendent, weil irgendwie können sich über Geschmack alle identifizieren und das ist auch das Coole in unserem Beruf. Das Schöne ist, wenn du irgendjemandem einen Drink hinstellst, egal ob die irgendwas wissen über das Produkt oder sonst was, haben sie eine Meinung, die Meinung ist gerechtfertigt. Und im Zweifelsfall hat keiner eine absolute Hoheit über Geschmack, weil es etwas so Individuelles ist. Und es ist so wahnsinnig kompliziert und so unfassbar einfach gleichzeitig, weil sich alle Menschen, egal aus welcher Kultur sie kommen, egal welche Sprache sie sprechen, du kennst es, sich ohne Probleme sofort über Geschmack verständigen, weil alle Menschen diese Präferenzen haben. Und für mich ist es super spannend aufzuarbeiten, was eigentlich die Grundlagen dessen sind. Und zwar Geschmack allgemein, wie wir es definieren, ist im Endeffekt, wir können gewisse Dinge schmecken, gewisse Dinge riechen. Dinge, die wir schmecken können, wir kennen es meistens, dass wir Rezeptoren haben auf der Mundoberfläche, die sind aber auch in den Mundschleimhäuten, die sind in der Backe, die sind überall. Geschmack ist also die Summe von den Dingen, die wir, sagen wir mal, klassischerweise im Mundraum zu uns nehmen können. Geruch hingegen ist ein anderes System. Geschmack ist relativ spezifisch. Und tatsächlich ist es auch nur so, wir haben gerade darüber gesprochen, ich habe schon über das Wort Präferenzen erwähnt. Wo kommen Präferenzen her? Wir haben nicht alle die gleichen Veranlagungen. Genauso wie es unterschiedliche Körperbauten gibt, unterschiedliche Profile von Menschen gibt, genauso gibt es unterschiedliche genetische Veranlagungen von Geschmack und unterschiedliche Präferenzen als Erfahrungswerte, die wir haben. Und für mich persönlich ist das zu erkennen, ja, ein essentielles Skillset von einem Barkeeper. Genauso wie ein Barkeeper in einem Gespräch mit einem Gast verstehen kann, was für eine Art von Drink basierend auf einer Cocktail-DNA der Gast haben will. Stark, nicht stark, klassisch, progressiv. Gibt es für mich zumindest auch eine aromatische Ebene. Wenn du dich wirklich mit Geschmack auseinandersetzt, fängst du an zu klassifizieren. Wir sehen dafür später Beispiele. Und wenn du in der Lage bist, diese Klassen zu erkennen, dich loszulösen von dieser Dimension, bist du gegebenenfalls auch in der Lage, eine entsprechende Empfehlung auszusprechen, die deinem Gast weiterhilft. Das heißt, Geschmack zu verstehen und dich damit auseinanderzusetzen, wird dich besser machen in der Kommunikation mit dem Gast, weil du das gegebenenfalls Verhältnismäßigkeiten oder Regeln erkennst, die du sonst irgendwie quasi, auf die du gar nicht kommen würdest.
Wir reden jetzt über die Zunge und ich glaube, so ziemlich alle haben schon mal im Bio-Unterricht oder irgendwann mal gehört, dass man Geschmack auf der Zunge irgendwo wahrnimmt, in verschiedenen Zentren oder so. Was ihr gerade seht, ist ein Querschnitt durch die Zunge. Und tatsächlich ist es so, dass dass man gewisse Dinge nur in gewissen Bereichen schmeckt, ist eigentlich nur ein Mythos. Ja? Das Problem ist, was du genau und wie schmeckst, ist halt einfach nur wahnsinnig kompliziert. Es ist sowieso bei so ziemlich allem, ist es, je mehr man sich mit etwas beschäftigt, desto mehr findet man, dass irgendwas kompliziert ist. Weil was ihr habt auf der Zungenoberfläche sind, das sieht man oben ganz gut, sind so eine Art Höhlenstrukturen. Ja? Das heißt, wenn wir etwas in den Mund nehmen, der Speichel fängt an, das herauszulösen, eventuell kauen wir auf irgendwas und Geschmäcker kommen sogar nacheinander raus, weil es vielleicht was Fettiges gibt, es gibt vielleicht was Wässriges. Und dann ganz dringt dieser Speichel in diese Höhlensysteme ein. Und in diesen Höhlensystemen befinden sich sogenannte Papillare und Knospen und Zellen. Und das sind dann diejenigen, also die chemischen Orte geradezu, Unterteilungen, die eben die Geschmacksrezeptoren haben, mit denen dann die Interaktion fungieren kann. Das heißt also, wichtig ist, Geschmack kann überall stattfinden und das genaue Level, wie das anatomisch funktioniert, ist tatsächlich extrem kompliziert und kann unterschiedliche Präferenzen haben. Ich habe jetzt gerade Geschmacksrezeptoren gesagt, als Wort, wahrscheinlich hat jeder schon mal gehört, aber die entscheidende Frage ist für mich eigentlich nur so, was ist eigentlich ein Rezeptor? Und die Kerne, also ich meine, das sind jetzt so Dinge, die hört man immer im Bio, aber ich finde es immer so total spannend, sich darüber Gedanken zu machen, weil es eigentlich etwas unfassbar Kompliziertes so einfach dargestellt wird. Und zwar, ein Rezeptor prinzipiell erkennt ein Substrat. Ein Substrat kann alles Mögliche sein und löst ein Signal aus. Das ist quasi die Definition vom Rezeptor. Und in der Biologie ist es so, wir können prinzipiell, gerade beim Geschmack, können wir zwei unterschiedliche Formen von Rezeptoren haben. Die einen sind wie Kanäle, die kann man sich vorstellen wie eine Brücke. Die transportieren etwas relativ Bestimmtes von einem Bereich in den anderen Bereich und lösen damit quasi eine Signalkaskade aus, die zum Gehirn geht. Und die anderen, und das ist jetzt so ein Modell, das wird immer wieder präsentiert vom Schlüssel-Schloss-Prinzip, das hört man in Biologie. Das heißt, im Endeffekt ist, wir werden auch darüber reden, warum das Modell falsch ist, aber das heißt, man hat quasi einen Schlüssel, ein sehr spezielles Substrat, das in genau das richtige Schloss passt. Und reinkommen, da kann man das Schloss aufmachen. Und das ist auch ein Beispiel für einen Rezeptor, der quasi etwas fangen kann, unterteilen kann, was ist es genau, ist es speziell und ich löse die Signalkaskade aus. Ein kurzer Recap über Dinge, die wir schmecken können, ist, wir können Salz schmecken. Salzige Verbindungen sind im Allgemeinen, das ist ein relativ selektiver Mechanismus. Und es ist so, dass Kochensalz, das ist Natriumchlorid, ah, da ist auch ein Fehler eingeschlichen. Natrium ist tatsächlich für uns biologisch wahnsinnig wichtig. Und genau deswegen sind wir da relativ spezifisch für die Wahrnehmung von eben Salz. Salz hat aber noch einen anderen Effekt, und zwar Salz produziert auch mehr Speichel, und also durch die Aufnahme von Salz. Und mit mehr Speichel sind wir auch in der Lage, mehr zu schmecken. Gleichzeitig, das heißt, wenn wir Salz zu uns nehmen, können wir anders intensiver schmecken. Insgesamt, es gibt zwei Mechanismen für Salz, und der eine von denen greift aber nur, wenn man viel zu viel Salz nimmt. Zucker. Langsam wird es spannend. Unterschiedliche kurzkettige Kohlenhydrate, klingt fancy, das Einzige, was ich merken muss, kleine Bestandteile, können als Zucker erkannt werden. Das heißt, es gibt nicht nur einen Zucker, es gibt verschiedene Zucker. Insgesamt gibt es zwei Rezeptoren, zwei Verbindungen, die beide quasi ausgelöst werden müssen, damit sich der Reiz von Zucker schmeckt. Was ganz spannend ist bei Zucker, ist so, wir müssen verhältnismäßig eine relativ hohe Konzentration von Zucker haben, damit wir Zucker überhaupt wahrnehmen können. Es gibt manche Verbindungen, die müssen nur unfassbar gering drin sein, dann schmecken wir die sofort, und Zucker ist wahrscheinlich so eines mit der, ja, mit der höchsten Grenze für die Detektion vom Aroma. Zuckerersatzstoffe sind ganz spannend, weil die binden dann an den Rezeptor, lösen etwas aus, ein gewisses Signal aus, sind aber im Endeffekt nicht da und werden nicht metabolisiert. Das heißt also, der Körper verwertet sie nicht als Energiequelle, und deswegen sind es Ersatzstoffe, weil sie eben diesen Reiz auslesen können. Bitter. Jetzt wird es zum Beispiel für mich ein bisschen spannend, weil bitter für mich ein super Beispiel ist. Es gibt bei uns insgesamt bis zu 30 verschiedene Rezeptoren, Stückstich Gene, die in der Lage sind, bitter zu schmecken. Und bitter evolutionär, Zucker ist evolutionär für uns ganz einfach. Es ist eine Energiequelle, wir sind davon abhängig. Alle fahren auf Zucker ab, schaut euch Kinder an und Erwachsene. Und bitter war eine Warnung für Giftstoffe. Und bei der Detektionsgrenze zum Beispiel ist bitter ein sehr gutes Gegenteil vom Zucker, weil zum Beispiel, man muss teilweise nur ganz, ganz wenig vom Bitterem schmecken, damit man es überhaupt schmeckt. Also die Konzentration kann nur wahnsinnig gering sein.
Gleichzeitig ist, was bei Bitter ganz spannend ist, ist, dass wir eben genetische Profile für Bitter haben und Bitter haben. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, es gibt Gene, die Gene kodieren sogenannte Rezeptoren und dann ist man in der Lage, das ordentlich zu schmecken. Wenn man jetzt eine genetische Untersuchung macht von Bevölkerungsgruppen, hat man zum Beispiel festgestellt, dass gerade Italiener verhältnismäßig mehr Gene für Bitterrezeptoren haben als der Rest der Welt. Was irgendwie ganz spannend ist, wenn man sich das anschaut, mit wo kommt Bitterlikör eigentlich her. Das heißt, irgendwie stellst du fest, okay, die genetische Untersuchung kommt genau damit her, wo der ethnologische Hersprung dieser Klasse von Bitterlikören ist. Das heißt, irgendwie diese genetischen Analysen führen dir natürlich zu einem praktischen Ergebnis. Was wichtig ist, gerade im Hinblick auf Bitter und die Bar, ist einfach nur zu festzustellen, über Bitter hat ein sehr, sehr breites Feld an Geschmack, den es annehmen kann. Es kann was leicht Herbes geben, wie ein Tonic, bis hin zu irgendwas echt stark Herben, wie Enzian und Negroni. Das heißt, wenn jemand in der Bar sagt, hey, ich mag eigentlich kein Bitter, kann es dann irgendwie so, ja okay, ich mache halt irgendwas anderes als Negroni und dann machst du irgendwie einen Drink wie am Anfang mit Tonic und dann erzählen sie so, nee, sorry, das ist bitter, das funktioniert nicht. Ne? Also für manche Leute ist sogar Grapefruit schon zu bitter. Und auch das ist für mich ein Beispiel für, wie wichtig es ist, wenn du in einem Konzept arbeitest, das über Flavors geht, über Geschmack geht, sich mit Geschmack auseinanderzusetzen auf einer fundamentalen Ebene. Wichtig ist für Bitter auch, dass die Wahrnehmung vom Bitter hängt auch vom Zuckergehalt ab. Und zwar ist es so, dass wenn du Zucker und Bitter miteinander kombinierst, die Wirkung von Bitter gehemmt wird, beziehungsweise es als angenehmer empfunden wird. Und deswegen ist es auch kein Zufall, dass die meisten Bitterliköre eine ordentliche Menge an Zucker haben. Säure. Wahrscheinlich die Hauptkomponente, die wir in Drinks haben, irgendwie, wenn wir uns mit Geschmack auseinandersetzen, ist eine Balance aus Süße und Säure. Chemisch gesehen ist die Säure jetzt einfach eine Art von Konzentration von Wasserstoffionen. Denkt man sich, ist cool, es gibt einen pH-Wert, ist doch eigentlich überhaupt kein Problem. So, da fängt das eigentliche Problem aber erst an. Jetzt kommen solche Themen auf wie pH-adjusted Juices oder sonst was. Und es hat seine Richtigkeit, es hat irgendwie seine Daseinsberechtigung. Das Problem ist aber, auf einer sensorischen Ebene entspricht der pH-Wert nicht der wahrgenommenen Säure. Dann kommen Leute an und sagen dir, es gibt einen pKs-Wert, der sagt sowas an wie die Stärke der Säure. Entspricht auch nicht dem wahrgenommenen Säure. Das Einzige, was ansatzweise in die wahrgenommene Säure kommt, ist eine sogenannte titrierbare Säure, die aber deutlich schwieriger ist festzustellen und deutlich schwieriger ist in der Praxis umzusetzen. Was ich damit eigentlich sagen will, ist, man schaut sich zwar in die Wissenschaft an, man schaut sich irgendwelche Zahlen an, probiert dadurch ein Verständnis für irgendwas zu haben und probiert damit irgendwas zu legitimieren, aber eigentlich kann man das damit nicht legitimieren. In der Tat ist es so, dass wenn du Barkeeper trainierst, wenn du wirklich trainierst auf die Leute, ich glaube, meiner Meinung nach ist ein süßes Säureverhältnis ist eines der trainierbarsten Verhältnisse und Tools, die du in der Bar hast. Und ich bin der festen Überzeugung, dass jeder gute Barkeeper selbst nach dem 50., 100. und 200. Abschmecken, vielleicht schmeckst du nicht mal, welchen Drink du eigentlich machst, aber du schmeckst, ob er noch zu süß oder zu sauer ist. Weil das ist ein Skill, den man lernen kann und das ist ein Skill, der genauer sein wird, als alle Werte und Labore dir gegebenenfalls beim Batchen helfen können. Weil hier ist die andere Sache, Säure haben einen Eigengeschmack, der in die Aromatik eines Drinks mitspielen kann. Ja? Und genau das musst du auch beim Balancieren von Drinks beachten. Ja? So, wenn du, selbst wenn du zum Beispiel sagst, du jiggerst jeden einzelnen Drink, du machst beim Jiggern einen Fehler. Du hast beim Jiggern garantiert eine Standardabweichung von 5-10%. Und 5-10% kann halt auch der Unterschied sein, ob ein Drink gut ist, nicht ganz so gut oder sehr gut. Ja, und genau deswegen ist es wirklich so, pH-Wert und so weiter, das ist alles gut und schön, aber dich selbst zu trainieren, darauf, dass du Unterschiede schmecken kannst, wird dir viel mehr helfen im Alltag, als dich auf einen pH-adjusted Value und einen Jigger zu verlassen. Genau. Umami, jetzt kommen wir dazu. Also, wissenschaftlich gesehen ist Umami, heißt wohlschmeckend, es ist der letzte Geschmackssinn, der entdeckt wurde, dass wir dafür spezielle Rezeptoren haben. Es gibt verschiedene Quellen dafür. Die Quellen dafür sind unter anderem Fleisch, es sind Pilze und Algen. Im Allgemeinen definiert man Umami als ein Salz einer Aminosäure, Glutamin, und das Salz daraus ist das Glutamat. Es gibt aber auch noch andere Verbindungen, die Umami auslösen. Was ganz interessant ist, ist, dass man festgestellt hat, dass Umami alleine hat so eine Art Kette, wenn es nämlich andere Dinge detektiert, und zwar sogenannte Nukleotide, also RNA-Bausteine, dann verstärkt sich der Eindruck von Umami. Das Lustige ist jetzt, okay, wo kommen Nukleotide her? Nukleotide kommen vor allem in Fleisch vor. Das heißt also, wenn du jetzt Fleisch hast und Umami hast, wird es exponentiell stärker wirken in der Wahrnehmung von Umami,
als die, gegebenenfalls die pflanzliche Quelle alleine oder halt die Umami-Quelle alleine. Okay, und jetzt kommen wir zu den Bittern. Der aktuelle Stand der Forschung sagt eigentlich, dass Glutamat keine gesundheitsschädlichen Eigenschaften hat. Ja? Das heißt also, wenn ich Glutamat in einer gewissen Konzentration reinmache, die übrigens in allen Drinks von euch ist, pusht es andere Aromen. Ich garantiere euch auch, dass ein Glutamat Old Fashioned schmeckt besser als ein regulärer Old Fashioned, das mit einer wahnsinnig geringen Konzentration, auch wie beim Salz. Ich bin jetzt die falsche Person, um irgendwie zu sagen, warum diese Studien da sind. Die sind aber einfach aktuell da und es kann durchaus geben, dass man eine andere Position annehmen kann über, warum soll ich das zugeben? Und ich will jetzt keine grundsätzliche Diskussion anfangen, keine moralische Diskussion vertreten. Das Einzige, was ich sage, ist, wenn man Glutamat in einen Drink macht, schmeckt es meistens besser. zusätzlich werden aktuell diskutiert Kalk und Fett, dass wir dafür Rezeptoren haben oder Gene haben oder irgendwas, aber auf jeden Fall Fett ist relativ gesichert, Kalk ist immer noch so ein bisschen Stand der Forschung, aber das heißt, das sind auch gewisse Quellen, die wir quasi wahrnehmen können bei unserer Wahrnehmung. Wichtig ist jetzt, bei Drinks geht es um Balance und für mich, was immer wichtig zu verdeutlichen ist, es gibt die Geschmäcker haben eine Art von Balance bei Drinks, wie man sich vorstellen kann. Das eine, was wir alle wissen, ist Zucker und Säure, die stehen miteinander im Gleichgewicht. Das ist für uns etwas, das uns die Evolution getrimmt hat, seit jeher. Zu viel Zucker ist eine reife Frucht, etwas zu saures ist eine unreife Frucht. Deswegen sind wir da super spezifisch drauf und können es wahnsinnig gut mit uns nehmen. Gleichzeitig kann Zucker den Alkohol balancieren und Zucker kann bitter balancieren. Und Salz und Umami pushen die Wahrnehmung von anderen Dingen, genauso auch wie Schärfe. Und für mich ist aber das entscheidende Kriterium eigentlich, ist, die Menge an Säure beeinflusst für mich den gesamten Drink. Je mehr Alkohol ich reinmache, desto mehr Zucker brauche ich, desto mehr Säure brauche ich. Das Problem aber an Säure ist, dass Säure eine Art Dichtefunktion ist. Das heißt, wenn ich jetzt von 100 Millilitern von einem Drink so und so viel Säure habe, ist es ab einem gewissen Punkt zu viel. Also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt sagen wir bei einem Daiquiri ist es so, ab 35 bis, also ich betreibe jetzt mal, aber 35 bis spätestens 40 Millilitern bei einem Daiquiri mit einem klassischen Bild, fängst du an, die Säure hier im Rachenraum zu spüren. Das Problem ist, sobald du hier anfängst, die Säure zu spüren, ist eigentlich die Aromatik von deinem Rum tot. Also wenn du bei einem Rum redest über lange Fermentation oder Agricole mit den gasigen Noten, Säure tötet diesen Geschmack. Und jetzt ist so ein bisschen der Trick an der Säure, ist aber, du kannst es wiederherstellen, indem du Dilution einbaust. Das heißt also, wenn du Dilution bedeutet, du machst noch eine andere Komponente rein, zum Beispiel Grapefruitsaft oder einen Tee oder irgendwas und du machst einen Drink aus deinem Sour, einen punchartigen Drink und auf einmal hast du das. Das ist zum Beispiel kein Zufall, warum Tiki-Cocktails alle diese Komponenten haben, diese Grundlegungen haben, weil wie schaffst du es, extrem viel Alkohol und extrem viel Zucker auszugleichen mit Säure, aber damit die Säure nicht zu dicht wird und immer noch geil schmeckt, fängst du an, Dilution einzubauen in Form von anderen Säften oder irgendwas anderem. Das heißt also, es ist wahnsinnig wichtig, diese geschmackliche Balance im Auge zu betrachten, wenn du einen Drink machst. Ja? Wenn du einen Old Fashioned machst und der Old Fashioned ist zu süß, musst du den Drink nicht gegebenenfalls neu machen, aber du kannst zum Beispiel vielleicht einfach nur mit etwas Bourbon arbeiten und musst den Drink nicht neu machen. Der zweite Drink, den ihr bekommen habt gerade, war der Drink Bird. Ich bin wahnsinnig schlecht mit Namen. Bird ist, ich hatte einen Drink, glaube ich mal, vor ein paar Jahren, der auch alkoholfrei war, im Bird in Kopenhagen. Und der war mit Roterbeete und Kokos. Das war eine ziemlich geile Paarung für mich. Ziemlich cool. Es hat auch ein reichhaltiges Mundgefühl, weil es Milk Punch war. Und entsprechend habe ich mich dann erinnert. Und was ich bei diesem Drink machen wollte, ist, ich wollte bei diesem Drink einen wahnsinnig intensiven Kakaogeschmack einfach haben. Und zwar alkoholfrei. Was ich immer ziemlich schwierig fand. Und ehrlich gesagt, nervt der Drink extrem, weil so, du musst den Kakao in die Kokosmilch geben, umrühren. Und dann bildet sich so eine richtig dicke Masse. Und die zu filtern, nervt extrem. Aber gleichzeitig kriegst du es hin, einen wahnsinnig intensiven und positiven Kakaogeschmack zu haben, der sich in die rote Beete integriert. Dann mit Pomegranate bekommst du ein bisschen mehr Frucht. Und Kokos ist eigentlich ganz im Hintergrund und sorgt nur für dieses lange Mundgefühl. Auch da arbeiten wir mit unseren Boostern von Zutaten zu Mach, was als Säurequelle fungiert, zusätzlich eben Chili, Zucker und Glutamat. Was für mich bei diesem Drink ganz interessant ist, ist so rote Beete als Zutat, ist ein Drink ziemlich cool, aber gerade so dieser mit Kokos, das ist eine sehr gute Verbindung und mit Kakao ebenfalls. Und was du halt hast, ist jetzt, also ich meine, Blaubeer und Zimt ist jetzt als Pairing nicht gerade besonders aufregend,
Aber rote Beete und Kakao ist schon ein bisschen ungewöhnlicher. Also wenn du rote Beete und Kakao googelst, findest du vielleicht ein paar Kuchenrezepte oder so, aber ist jetzt nicht ganz so gehäufig. Und das ist auch ein entspannender Aspekt, was für eine Art von Pairing du in dem Drink haben wirst. Was wir ja gesagt haben insgesamt, was für uns von der Wahrnehmung wichtig war, ist, wir haben über Geschmack geredet, alles, was in der Zunge und im Mundraum passiert. Und wir haben dir gesagt, das sind relativ spezifische Mechanismen. Jetzt kommen wir zu unserem Geruchssinn. Und der Geruchssinn ist eigentlich für uns elementar entscheidend. Weil das meiste, was wir schmecken, riechen wir eigentlich. Und zwar riechen wir es eigentlich entweder durch die nasale Wahrnehmung, also wenn wir uns etwas vor die Nase halten, wie in dem Bild, oder durch die retronasale Wahrnehmung. Retronasale Wahrnehmung bedeutet, wir kauen auf etwas und die Aromen lösen sich in unserem Gaumen und steigen über den Rachenraum los und dann prozessieren wir die. Das heißt, wir riechen auch beim Kauen. Was jetzt ganz spannend ist beim Geruch ist, weil Geruch ist fundamental anders als Geschmack. Erstens verstehen wir Geruch überhaupt nicht gut. Es ist wirklich wahnsinnig schwierig, über Geruch irgendwie da was Greifbares rauszufinden oder zu bekommen. Und was wir aber wissen, ist so, dass wir haben 400 Gene, die für unseren Geruch verantwortlich sind. Streng genommen wären es bis zu 400 Rezeptoren, die also diesen Geruch wahrnehmen können. Wir können aber Millionen von verschiedenen Dingen riechen, zumindest in der Theorie. Das heißt also, irgendwie klappt es nicht, dass eine Sache speziell für eine andere ist, zahlentechnisch schon. Und es gibt zwar Gene, die kann man einzelnen Gerüchen zuordnen, aber eigentlich ist die Geruchswahrnehmung überhaupt nicht so spezifisch wie die Geschmackswahrnehmung. Und wie das genau funktioniert, ist tatsächlich immer noch in der Forschung umstritten, weil es gibt teilweise unterschiedliche Mechanismen, die auch unterschiedliche Modelle, die probieren, die zu erklären und die teilweise miteinander konkurrieren. An der Stelle, was eine Sache, die ich ganz gerne sagen wollte, ist die geschmackliche Wahrnehmung allgemein. Und zwar, wir haben vorhin über Schlüssel-Schloss-Prinzip gesprochen. Und Schlüssel-Schloss-Prinzip sagt, es muss genau rein, aber es ist ein relativ festes Modell. Dann irgendwann, wenn jemand Bio gehabt hat hinterher, dann lernt man irgendwas, das heißt sowas wie Induced Fit. Das kann man sich so vorstellen wie so ein wackeliges Schlüssel-Schloss-Prinzip. Also man wackelt ein bisschen herum, aber das passt irgendwas. Die wissenschaftlichen Grundlagen eigentlich, so wie man sie jetzt in den letzten Dekaden versteht, von Rezeptoren, Interaktion und Biochemie, ist eigentlich eher, dass das Ganze aus meiner Sicht eher einer Choreografie vom Tänzern vorläuft. Und zwar ist es so, dass die Choreografie, die so einen Rezeptor vollführt, ähnelt eigentlich so einem Tanz von einer strikten Choreografie wie einem Ballett. Und wenn ein Rezeptor kommt, dann ist es so, das bleibt immer in Bewegung. Das ist nicht so, dass er sich in eine Richtung einnistet, sondern es ist ein super dynamischer Prozess, bei dem sich das Ganze die ganze Zeit bewegt und eine entsprechende Choreografie aufführt. Und entweder der Rezeptor und entweder die Paarung aus Rezeptor und Substrat ist in der Lage, diesen Tanz aufzuführen oder teilweise aufzuführen oder überhaupt nicht aufzuführen. Und das sorgt dafür, dass wir entweder Dinge schmecken können, wie die in Anführungszeichen überhaupt nicht zusammen tanzen können, oder wenn wir zum Beispiel Dinge partiell schmecken können, wie bei einem Zuckerersatzstoff, ne, dann kann es vielleicht ein bisschen tanzen, aber nicht wirklich. Oder wenn es halt vielleicht ein komplett spezifisches Aroma auslöst, einen spezifischen Geschmack auslöst, und dann kannst du es vergleichen mit einem perfekten synchronisierten Duett, das aufgeführt wird. Also ganz wichtig ist, es ist kein starrer Vorgang. Was jetzt aber insgesamt wichtig ist bei der Molecular Recognition von Geruch ist, ich habe ja gerade gesagt, es gibt ein Zahlenproblem beim Geruch. Wir haben ca. 400 Gene, Rezeptoren und Millionen Dinge, die wir riechen können. Und das liegt tatsächlich zum Beispiel daran, dass es sind keine spezifischen Interaktionen, sondern man kann sich das ungefähr vorstellen, dass wahrscheinlich verschiedene Gene und verschiedene Rezeptoren verschiedene Teile von diesen Geruchsmechanismen riechen können. Und das sind also keine spezifischen Interaktionen, sondern im Vergleich zu einem aufgeführten Ballett mit einer Choreografie kann man sich das eher vorstellen, wie wahrscheinlich eine Szene aus einem Club, wo du halt undefinierte Bewegungen hast, die einfach nur anders sind. Das heißt, die gesamte Bandbreite ist da. Es gibt aktuell sogar eine Theorie, die redet, also sorry, ich liebe dieses Clubbeispiel einfach, aber es gibt eine aktuelle Theorie, die spricht über Molekül-Vibes. also genauso wie ein Club-Vibes hat, hätte angeblich, haben Moleküle Vibes in den Bindungen mit den Schwingungen, die den Geschmack beeinflussen. Und das ist genau das, was ich meine mit, es gibt im Moment relativ unterschiedliche Theorien, die gegensätzlich sind sogar, über wie eigentlich sowas Triviales wie unser Geruchssinn funktioniert. Ich meine, ich rede jetzt die ganze Zeit von Molekülen und Geschmack, ohne dass wir eigentlich gesagt haben, was Moleküle sind. Wenn ich ehrlich bin, ich bin überhaupt kein Fan von Strukturformeln in solchen Vorträgen und genau deswegen machen wir jetzt genau eine. Weil wir sagen jetzt, okay, eine Himbeere, irgendwie hunderte von diesen Verbindungen, die wir irgendwie wahrnehmen können. Dann sagt dir jemand, das sind nicht hunderte, das sind vielleicht 30, die wichtig sind. Und jemand anderes sagt dir, ja, eigentlich nur drei. Also drei Aromen und ich kann Himbeere nachbauen. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt nehmen wir mal ein Beispiel. Wir sagen jetzt,
Ameisensäure-Butylester, da ist es, ist eine wahnsinnig wichtige Verbindung für Himbeere. Ist es wahrscheinlich nicht, ich habe einfach nur dafür einen Grafen gefunden. Bei der Verbindung handelt es sich um den Ester einer Carbonsäure, was auch immer das heißen soll. Und jemand anderes kann jetzt sagen, Ester und Carbonsäuren, die sind alle fruchtig, also wird das auch schon irgendwie fruchtig sein. Ah ja, cool, wir reden über Himbeere, könnt ihr irgendwie hinkommen. So, dann stellst du chemisch fest, sie sind nur schwer in Wasser löslich, flüssig, aber mit Ethanol mischbar, haben ein Molekulargewicht von 102 Gramm pro Mol. Und im Endeffekt das Einzige, was du, ja genau, das mit der Frucht habe ich gesagt, aufgrund von der Klasse. Das Problem ist aber, nichts davon von dem, was ich gerade gesagt habe, muss stimmen, weil es so viele Ausnahmen gibt. Und das ist genau das Problem, diese Strukturformeln, du siehst sie, du lernst sie auswendig und du fühlst eine gewisse Sicherheit. Das Problem ist aber, diese Sicherheit in der Praxis nicht da, weil es viel zu viele Ausnahmen gibt von diesen Regeln. Ja, ja, Ester von Carbonsäuren sind fruchtig im Allgemeinen. Aber wie fruchtig sind sie? Wie ist das? Und genau deswegen ist es für mich immer ein Trugschluss, wenn du anfängst mit Molekülformeln. Allen voran, weil es ist nicht eine Verbindung, es sind nicht drei Verbindungen. Je nachdem, welche Quelle du gehst, sind es Dutzende bis Hunderte dieser Verbindungen, die du sehen kannst, die den Geschmack beeinflussen können. Und nicht alle von denen tragen aber auch zu der Wahrnehmung bei. Manche tragen extrem viel bei, manche extrem wenig. Und das heißt also, es ist für uns mit diesem Verständnis von diesen Molekülformen und Strukturen eigentlich nicht möglich, eine konkrete Aussage über das Aroma zu treffen. Und das Verrückte ist auch mit der chemischen Struktur. Es gibt ähnliche Strukturen, die lösen unterschiedliche Gerüche aus. Und es gibt ähnliche Gerüche, die wir wahrnehmen können von unterschiedlichen Strukturformen. Das heißt, auch da hast du keine Regelmäßigkeit, die du ableiten kannst. Gleichzeitig ist auch die eine Sache, die man von Strukturformeln aber mal machen kann, ich habe gerade von einer Molekularmasse gesprochen. Molekularmasse ist wirklich tatsächlich relativ wichtig, weil wir einfach nur, wenn wir wissen, das Molekül ist klein oder groß, dann kann es volatil sein oder nicht. Wenn es volatil ist, bedeutet das, es kann in die Luft aufsteigen, es kann verdampfen und das ist die Grundlage dafür, dass wir es überhaupt schmecken können. Weil damit wir etwas schmecken können, muss es in die Luft, es muss fliegen und wir müssen in der Lage sein, es riechen zu können. Und dafür gibt es eigentlich einen relativ klaren Cut-off und der liegt halt bei einer gewissen Zahl. Es gibt sicherlich Ausnahmen, unterschiedliche Szenarien. Aber das ist tatsächlich so, großes Molekül kannst du tendenziell nicht riechen und ein kleines Molekül kannst du tendenziell riechen und somit schmecken. Und, das ist, und dann ist es noch immer noch, in was ist es löslich? Ist es wasserlöslich oder ist es nicht wasserlöslich? Weil wenn es nicht wasserlöslich ist, wird es für dich sehr viel schwieriger sein, das in alkoholfreien Drink unterzubringen. Für mich ist ein viel besseres Beispiel, ist Aromen als eine Skyline zu betrachten oder als Wolkenkratzer zu sehen. Das sagt mir viel mehr über Aromen aus, gegebenenfalls, oder als Analogie, als im Endeffekt diese Strukturformeln. Weil man kann sich die Wahrnehmung vorstellen. Sagen wir mal, jedes dieser Häuser in dieser Skyline, von der Fläche her, ist ein Molekül. Es gibt große Häuser, die man prägnant sieht, und es gibt irgendwie kleine Häuser, die man genauso sieht. Genauso ist es beim Geschmack. Du hast irgendwie hunderte von Verbindungen und irgendwie 2, 5, 15, 25 von denen können wichtig sein. Gleichzeitig, also weiß ich meistens nie, welche Intensität die haben, die sind relativ unterschiedlich. Und gleichzeitig ist auch der Betrachtungswinkel ist unfassbar wichtig. Wenn ich jetzt dieses Bild aus einer anderen Perspektive fotografiere, dann sehe ich andere Gebäude, die ich wiederum so nicht sehe. Und genauso ist es beim Geschmack. Wir prozessieren Geschmack, wir haben Vorlieben, wir haben Erinnerungen, die beeinflussen dann, wie dieses Signal verarbeitet wird. Und genauso ist es quasi bei dieser Analogie mit der Skyline. Das heißt, also Geschmack ist kompliziert, es können verschiedene Intensitäten geben und man kann aus Strukturformeln nicht wahnsinnig viel ableiten, außer ist das Molekül groß oder klein. Hat es eine gewisse Löslichkeitspräferenz. Wir arbeiten mit Zutaten. Die meisten Zutaten, die wir arbeiten, sind natürliche Produkte. Und bei natürlichen Produkten, genauso wie beim Wein, gibt es Unterschiede. Es gibt Stoffwechsel. Wein schmeckt unterschiedlich, abhängig davon, über wie viele Sonntage er gehabt hat. Wie lange ist er in der Rebe? Genau das Gleiche passiert bei uns auch. Wenn wir zum Beispiel einen Drink machen mit einer Zutat und sagen wir mal, wir machen einen Drink mit einer einzelnen Zutat. Sagen wir mal, aus irgendeinem Grund, wir machen einen Himbeerdrink. Dieser Himbeerdrink wird variieren davon, über was für Himbeeren wir bekommen. Das ist irgendwie relativ logisch. Wenn wir Pairings aufbauen, können diese Pairings natürlich damit spielen. Ich kann viel maskieren. Ne? Aber wenn im Endeffekt, was wir uns nicht wundern müssen, ist, wenn wir zwar einen Drink machen, aber dieser Drink als natürliche Zutat eine Varianz hat, allen voran aufgrund von den Stoffwechselprodukten, die eben im Laufe der Zeit entstehen, beeinflusst durch sowas wie Temperatur, Sonntage etc. Was ganz wichtig ist, wenn man sich mit Flavor auseinandersetzt, ist, aus der Parfümerie gibt es diese Flavor-Typisierung. Ne? Das heißt, man sagt sowas wie, ein Geschmack ist grün, er ist fruchtig, er ist floral. Es ist wahnsinnig wichtig und es wird dich zu einem besseren Bartender machen,
wenn du deine Zutat überlegst, welche Eigenschaften hat, welche Geschmäcker sind da wirklich vertreten? Schmecke ich in meiner Nuss etwas Grünes? Schmecke ich irgendwas Geröstetes? Schmecke ich irgendwas anderes? Und das Schwierigste dabei ist wirklich ehrlich zu sich selbst zu sein. Man denkt immer nur so, man hat irgendwie, man macht irgendwas, man will einen Eigenglauben haben, aber du musst dir selbst wirklich immer die Frage stellen, schmeckt das auch wirklich danach und funktioniert das gegebenenfalls in einem anderen Pairing? Also wenn ihr euch damit auseinandersetzen wollt, es gibt sehr viele verschiedene Modelle dafür, aber ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, weil je mehr du dich damit auseinandersetzt, desto besser wirst du Drinks verstehen, desto besser wirst du deine eigenen Drinks verstehen und desto besser wirst du als Barkeeper sein. Wenn du anfängst, diese Strukturen zu verstehen, also egal, ob es grüne Aromen sind, geröstete Aromen, dann kannst du dir entweder einen Drink oder ein Gericht anschauen und du kannst anfangen zu probieren, zu gruppieren und so ein ganzheitliches Bild zu betrachten. Also zum Beispiel, welche Geschmäcker harmonieren genau miteinander? Habe ich eine fruchtige Note mit irgendwas harmoniert? Habe ich eine Röstnote, die mit irgendwas harmoniert? Aber das ist halt quasi das Ergebnis davon, wenn du anfängst, dir wirklich Gedanken zu machen über, was schmeckt hiervon nach was? Wie würde ich das klassifizieren und welche Kategorie würde ich dazu bilden? Was man nicht vergessen darf, ist, ich habe es jetzt ein paar Mal angeteasert, aber ist, unser Sinnessystem liefert ein Signal, aber unser Gehirn prozessiert es. Womit ich das Ganze vergleichen würde, ist, unsere Sinneswahrnehmung schreibt ein Drehbuch. Was aber aus diesem Drehbuch wird, kann extrem vielfältig sein. Also Filme können den gleichen Inhalt haben, aber völlig unterschiedlich sein. Und genauso ist es bei unserem Geschmack. Und das sind genau auch die Dinge, die wir steuern können, weil das ist Wahrnehmung des Gehirns. Es gibt gewisse Präferenzen, persönliche, die kannst du nur bedingt steuern. Aber diese Einflüsse, die man kennt über Musik macht einen Einfluss in der Bar, Licht macht einen Einfluss in der Bar, Mood macht einen Einfluss in der Bar, bis hin zu sowas wie, wenn du schwere Gläser hast, dann wird deine Spirituose als stärker eingeschätzt als bei leichten Gläsern. Ne? Genau das gleiche bei Drinks. Das sind alles Dinge, die die Prozessierung machen. Jetzt reden wir immer wieder, ich habe jetzt angefangen über Pairings zu reden und irgendwie, keiner hat jemals wirklich definiert, was ein Pairing ist, zumindest meiner Erfahrung nach. Man sagt irgendwie, oh geil, geiles Pairing, cool oder irgendwie, aber was ist eigentlich ein Pairing? Für mich ist ein Pairing etwas, bei dem das Gesamtergebnis größer ist als die Summe der Einzelteile. Paradebeispiel ist der Gin Tonic. Gin, cool, ja, also nichts gegen Gin, schön. Tonic, großartig. Aber irgendwie schmeckt es zusammen wahrscheinlich besser als beides jeweils einzeln. Also ich glaube, das ist das Paradebeispiel für ein geiles Pairing, ist halt, wenn man Gin Tonic trinkt, das ist einfach deutlich besser als die beiden Komponenten einzeln. An der Stelle möchte ich ganz gerne über zwei Drinks aus dem Kinley erzählen, die es mal gab. Der eine Drink ist einer der, ich glaube, die Mixology hat ihn gewählt und einer der wichtigsten Drinks, der, keine Ahnung, der letzten wie viele Jahre. Das ist der Mojito. Der Kinley Mojito war Rum, Minze, destillierten Vakuum, Limettensaft, der geklärt ist, Zucker und Schweppes Soda. Es ist ein Drink, der funktioniert, weil er einfach ist. Er funktioniert, weil das Minzaroma aus dem Rotationsverdampfer so clean und so sauber ist, wie man Minze meistens nicht wahrnimmt. Er funktioniert vermutlich auch, weil du in einem Keller sitzt, der dunkel ist und du bekommst auf einmal etwas, das wirklich klar ist. Ne? Er ist zugänglich. Gleichzeitig gab es einen anderen Drink und ich bin bis heute sauer auf Michele wegen diesem Pairing. Es ist halt ein Drink mit Meerrettich und Kaffee. Das sind Zutaten, also ich würde nie im Leben würde ich auf Meerrettich und Kaffee kommen. Der Grund, wieso ich in Anführungszeichen piss bin, ist, ich habe damals Kaffee destilliert, ich wollte irgendwas mit Kaffee machen. Am nächsten Tag komme ich irgendwie rein und Michele schaut mich an und meint nur so, ey, ich habe ein Pairing gefunden. Ich so, echt, was für eins? Mit Meerrettich. Ich so, nie im Leben funktioniert Kaffee mit Meerrettich. Es funktioniert und es funktioniert extrem gut sogar. Und es war einfach nur sowas wie, das zu finden, etwas zu finden, das einfach nur funktioniert und gut funktioniert, ist die Kunst. Und was ich halt wichtig finde, ist, dass man sich als Bar Gedanken macht über, was für Drinks mache ich eigentlich? Mache ich Drinks, die zugänglich sind? Mache ich Drinks, die vielleicht Leute fordern sollen? Mache ich Drinks, die ungewöhnliche Paarungen haben? Eben sowas wie Meerrettich und Kaffee. Weil auch wenn die meisten Leute, also keine Ahnung, also der Mojito wurde viel, viel mehr verkauft als der Kommunal, wäre viel länger auf der Karte, eben weil er zugänglicher ist. Aber hier ist das Ding, dass ungewöhnliche Pairings auf eine Barkarte zu setzen, kann dir als Bar einen Mehrwert geben, weil es ein USP erzeugt. Vielleicht bist du die einzige Bar, die es wirklich schafft, ein ungewöhnliches, aber geiles Pairing auf die Karte zu setzen. Und das sind Dinge, die sich die Menschen merken. Wenn du eine Gruppe von 5 Leuten hast, bestellen von mir aus 4 den Mojito, weil er geil ist, ist cool, und einer bestellt den Kommunal, aber derjenige, der dieses Pairing feiert, das wird wie der Markenbotschafter für deine Bar in diesem Augenblick. Und zwar für eine lange Zeit. Das heißt also, Pairings in einem Bar-Kontext bieten dir eine Chance,
Das ist wie eine Visitenkarte, die du abgeben kannst. Ja? Und das ist wirklich eine Sache, über die ich jeden sagen würde. Entweder, also wenn du wirklich ein gehobenes Bahnkonzept machst, entweder du machst Dinge, die funktionieren und zugänglich sind, im Rahmen, den du das machen kannst, oder du suchst halt ein Pairing aus und probierst dich darüber zu definieren, auch wenn du auf der Karte nur einen solchen Drink hast. Wie funktionieren Pairings? Die Antwort ist, es gibt keine einfache Regel. Es gibt eigentlich nur verschiedene Klassen von Pairings, die man machen kann. Das eine ist, man sagt, es gibt Pairings aus der Harmonie heraus. Man sagt, es sind balancierte, ausgewogene Bestandteile, die ineinander übergehen. Ich glaube, das kennen wir alles. Gleichzeitig aber dazu gibt es Pairings, die sind ein Kontrast, und zwar eigenständige Geschmäcker, die so ein bisschen apart stehen. Also ein gutes Beispiel ist die südostasiatische Küche. Ne? Also Ingwer geht meistens jetzt nicht so wirklich in irgendwas über, sondern es ist meistens präsent, aber es ist kein sanfter Übergang. Gleichzeitig gibt es aber auch sogenannte traditionelle Pairings. Also was gemeinsam wächst, passt zusammen. Es wurde schon immer so getrunken. Warum das ist, ist eigentlich egal. Es wird einfach so gemacht. aber das ist dann auch die Wahrheit. Ne? Und wo mich noch was hinaus will, ist, es gibt eigentlich meiner Meinung nach keine einheitliche Theorie, die erklärt, warum irgendwas zusammen gut schmeckt. Gut für uns, weil das ist unser Job. Und das ist genau die Chance, die man eben hat, das zu definieren. Ja, man kann mit Traditionen brechen. Leider hat man manchmal Pech und es gibt sogenannte Anti-Pairings. Zum Beispiel ist es so, dass Eisen in Rotwein ist bekannt dafür, dass es mit Fisch zum Beispiel negative Substanzen bildet. Und das heißt, manchmal hast du irgendwas, also genau das Gegenteil von einem Gin Tonic, schmeckt zusammen beides deutlich besser. Manchmal kombinierst du zwei Sachen, das ist einfach nur furchtbar. Und der Hintergrund ist, es gibt Anti-Pairings. Es gibt Dinge, die wirst du niemals zum Funktionieren bekommen. Da sollte man sich einfach nur manchmal dessen bewusst sein. Ganz wichtig ist, Geschmack ist ein zeitliches Erlebnis. Auch das ist etwas aus der Parfümerie. Es gibt Top-, Middle- und Bottom-Notes, die sich über Zeit definieren. Und man sagt ein bisschen, das ist eine lange Geschmacksentwicklung, das ist ein Zeichen für ein Qualitativ. Und zum Beispiel, wenn ich einen Drink habe mit Kaffee, Limettenblatt, Himbeere und Tonka-Bohne, kommt Tonka zum Schluss, Himbeere irgendwann in der Mitte und Kaffee, Limettenblatt relativ am Anfang. Es ist aber wichtig, diese Zutaten lang anhalten zu lassen, gerade bei einem alkoholfreien Drink. Wenn du alles rauskitzeln willst an Aroma, Bindung und an Mundgefühl, was du haben willst, ist, achte auf jeden Fall darauf, dass du Bottom Notes hast. Die Bottom Notes, die lange rausgehen, weil das sorgt dafür, dass dein alkoholfreier Drink besser wahrgenommen werden wird. Jetzt ist es so, dass wenn man sich jetzt anschaut, okay, Pairings und wie kombiniere ich Dinge miteinander, in der Bar bist du in einer fundamental anderen Umgebung als in der Küche. In der Bar ist alles flüssig. Du hast nicht den Luxus, dass du einen Fine-Dining-Teller machen kannst mit verschiedenen Phasen, wo du halt vielleicht dein Sellerie-Püree irgendwo hinten hast, dein Kartoffel oder irgendwas und Dinge, die normalerweise nicht so intensiv im Geschmack sind, die du aber einzeln auf einen Löffel oder eine Gabel machen kannst, sondern bei dir ist alles flüssig. Ergo heißt es auch, dass du meistens nur die stärksten Aromen in dem Drink wirklich funktionieren. Also wenn du jetzt anfangen willst, ich bin mir sicher, es gibt eine Möglichkeit, Süßkartoffel in einem Drink zu verarbeiten. Ich glaube, da ist enzymatisch zum Beispiel gearbeitet worden. Aber dann ist immer noch die Frage, wie dominant und wie prägnant ist das Süßkartoffelaroma, sobald du es in einem Pairing einbaust. Also das ist in einem Drink deutlich schwieriger als auf einem Teller aufgrund von verschiedenen physischen Phasen. Jetzt ist es so, dass die Flavor-Pairing-Theorie, also ich habe ja gesagt, es gibt keine einfache Möglichkeit, Flavor-Pairings vorherzusagen. Ungefähr 2011 kommt auf einmal eine Theorie und erobert die Aromenwelt wie im Sturm. Und zwar sagen die, also diese, wenn zwei Stoffe ähnliche volatile Verbindungen haben, also Moleküle, die leicht sind, dann passen die ganz gut zusammen. Und auf einmal sind die Leute begeistert. So, warum soll ich mir diese Arbeit machen, dieses jahrlange Training machen, sowas wie Kaffee und Meerrettich? So, warum soll ich drauf kommen, wenn es mit einem PC vielleicht machen kann? Ne? Total geil. Berühmte Paarungen, die daraus rausgekommen sind, weiße Schokolade und Kaviar, Banane und Petersilie und Austern und Maracuja. Dinge, die man nicht traditionellerweise miteinander assoziieren würde, in den Küchen her, aber die eben aus dieser Theorie rausgegangen sind. Irgendwas, das diese Theorie Wellen gemacht hat, hat sich auch rausgestellt, dass ziemlich viele Pairings basierend auf dieser Grundlage auch einfach nicht funktionieren. Und manche Leute, die diese Theorie am Anfang stark vertreten haben, haben sich davon auch dann vorsichtig distanziert. Und es ist ziemlich cool, es gab dann ein Paper, eine wissenschaftliche Analyse zu dieser Theorie. Und was die gemacht haben, war eigentlich extrem cool. Und zwar, die haben Kochbücher genommen, wahnsinnig viele Kochbücher, und haben die klassifiziert nach, was für eine Art von Kochbuch ist es, westlich, asiatische Küche, was auch immer, und haben die Zutaten davon immer wieder geclustert. Also das heißt, wenn zwei Zutaten wie, keine Ahnung, Vanille und Banane in einem Kochbuch auftauchen, dann spricht das dafür, dass die ganz gut zusammensprechen, ganz gut zusammen schmecken und ein Pairing sind. Und das haben die über hunderte bis tausende von Rezepten gemacht.
Gleichzeitig haben die sich eine Datenbank genommen von volatilen Stoffen und haben sich angeschaut, okay, also welche Stoffe gibt es, die nach irgendwas riechen, und haben die ebenfalls analysiert und haben sich dann diese Cluster angeschaut. Und im Endeffekt, was die dann festgestellt haben, ist, und das ist genau der Test der Flavor Pairing Theorie, gemeinsame volatile Stoffe, also diese gemeinsamen Aromen, die diese Stoffe haben, sind keine Grundlage, um vorherzusagen, ob irgendwas zusammen gut schmeckt. Herzlichen Glückwunsch, wir sind genauso weit wie davor. Das heißt, wir wissen nicht wirklich, ob man irgendwie irgendwas gut zusammen schmecken kann oder nicht, was für uns sehr gut ist. Und das ist einfach nur wichtig festzuhalten. Es ist halt so, die Theorie ist cool, es hat ganz gut funktioniert, aber es hat sich in der Praxis nicht wirklich bewährt. Und wie gesagt, Pairings ist, ich möchte noch einmal betonen, über wie wichtig es ist, miteinander zu reden, über welche Verbindung in einem Drink siehst du. Zum Beispiel, vorhin war unsere Verbindung Blaubeer und Zimt und hier ebenfalls Tonic Water und Kaffee. Und systematisch, also je mehr ich damit auseinandersetze, über grüner Geschmack, rösterer Geschmack, was auch anders, desto mehr erkennt ihr dann auch, was miteinander harmoniert und was miteinander funktioniert. Der letzte Drink, den ihr jetzt gehabt habt, ist ein Drink, der war mit White Peach. Und ehrlich gesagt war das für mich richtig schwer, einen Drink mit White Peach zu machen, der alkoholfrei war. Und eigentlich wollte ich einen Drink unbedingt mit Sellerie machen. Aber Sellerie als Milk Punch verliert ziemlich viel. Und dann habe ich quasi alles an grünem Geschmack. Also ich habe irgendwie gemerkt, White Peach funktioniert gut mit dem, was ich als grün assoziiere. Also habe ich alles an, was mir als Grün-Assoziation einfällt, in diesen Drink geknallt. Hauptsache, der wird irgendwie geschmacklich grün, so wie es für mich ist. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und zwar Gurke, Selleriesamen, Kardamom, ein bisschen Tonkabohnenabrieb. Ich habe übrigens auch in die Drinks so ein bisschen Ica-Preise mal eingetragen. Und zwar ist es so, dass, also eine sehr grobe Schätzung über, was so ein Drink kosten kann und was es kosten würde, diesen Drink zu produzieren. Weil zum Beispiel bei dem Drink, ich schätze mal, dass 100 Milliliter von diesem Drink plus eben Filler würden irgendwo zwischen 5 um 1 Euro drumherum kosten. Und dieser Drink ist echt dankbar zu machen mit der Methode, die ich beschrieben habe. Weil du schälst ein paar Gurken, nimmst Rhabarbersaft, wiegst es irgendwie alles ab, du kochst keinen einzigen Sirup, du schmeißt es alles irgendwo rein, pürierst die Gurken, filterst es einmal grob und kippst es auf Milch. Also danach, das Filtern ist sogar relativ dankbar, aber das ist halt echt ein Drink, wo, ey, also wenn du wirklich mal 200 Drinks mit hausgemachten Zutaten am Abend schicken musst, das ist schon Arbeit. Und wenn du dann bist du echt froh, wenn du 100 von denen innerhalb von einer Stunde machen kannst. Nee, die ist nur zum Klären. Also das ist quasi das Argument vom letzten Mal über seidiges Mundgefühl, Fett und es hilft. Also du kannst auch mit Kokos machen oder mit irgendwas anderem, aber das funktioniert eigentlich ganz gut. Genau. Ja, und genau da ist es so, ich habe dann durch das ganze Ausprobieren immer wieder Zutaten gefunden, die gut passen. Und das sind für mich quasi alle Zutaten, die ich irgendwie ausprobiert habe. Und das sind Pairings mit dem Portfolio, weil mein Ziel war ganz klar, mit Drinks mit Pomegranate, Tonic und White Peach zu machen. Und davon sind einige Zutaten da, die auch ein gewisses Mundgefühl geben. Und zwar ist es so, da würde ich ganz gerne im Detail drauf eingehen, und zwar ist es so, dass Sumach, Glutamat, rote Beete, Blaubeeren, Kakao, Zimt funktionieren super, Kaffee, Nelken ebenfalls, Rhabarber, Tee und Zucker. All diese Zutaten können eigentlich auch gepaart werden mit dem Portfolio, und das könnt ihr im Slide vorher quasi sehen. Also zum Beispiel habe ich irgendwann gemerkt, Nelken funktionieren super mit White Peach. Ich habe das sehr grob probiert, oben anzuordnen, wovon ich der Meinung bin, dass es viel Mundgefühl gibt. Betrachte das wirklich sehr, sehr vorsichtig, ob das wirklich so ist oder wie das genau im Detail ist. Aber im Endeffekt, was man erkennen kann, ist also, es gibt eine Menge Zutaten. Und wenn du jetzt ein Drink-Design-Projekt machen würdest, bei dem du einen alkoholfreien Drink machen willst, ist, was ich auf jeden Fall machen würde, ist, also ich nenne es jetzt Mundgefühl-Magie, weil egal was du machst, der Ansatz hilft. Und zwar, du machst einen Booster sozusagen aus Chili-Pulver, Glutamat, Sumach und Salz und filtrierst das Ganze mit Milch oder Kokosmilch, wenn es irgendwie funktioniert, um das Fett reinzubringen. Und ich habe mich bei meinem Vortrag jetzt, also ich habe nicht so sehr mit Säurequellen gespielt, aber das eine Mal, dass ich ein bisschen was ausprobiert habe, oder die wenigen Male, habe ich festgestellt, dass alternative Säurequellen, also Sumach ist eine Säurequelle, aber auch sowas wie Essig, also ein guter Balsamico-Essig, kann ja auch beim Mundgefühl wirklich helfen. Und somit hast du quasi eine Art Baukasten. Ja? Du suchst dir diese Mundfühlmagie und überlegst dir dann im Endeffekt, okay, welche ein oder zwei Zutaten aus dieser Gruppe der Mundgefühlgeber kann ich bilden und wie können die in Pairing eingebaut werden? Und so bist du quasi in so einer Art, hast du quasi einen Top- bzw. Bottom-Up-Approach über ein Design von alkoholfreien Drinks. Das heißt, Booster, Zutat mit Mundgefühl,
und dann im Umkehrschluss ein Pairing aufzubauen, entweder untereinander oder eben mit dem Portfolio. Was auch funktioniert, ein kleiner Seiteneinwurf, ist ein Fatwash mit Kokosfett. Die Maria hat es ganz gut gesagt, es gibt viele Aromen, die sind fettlöslich. Die funktionieren auch tatsächlich auch ganz gut, wenn man die mit Fett einlöst. Also sprich, Fatwash-Prinzip ist, du machst ein Aroma in Fett oder nur Fett, schmeißt das Ganze in deinen Drink und im Endeffekt lässt es gefrieren. Kokosfett wird schon im Kühlschrank fest und wenn du jetzt einfach nur einen Drink nimmst, der alkoholfrei ist, machst da Kokosfett rein und stellst es in den Kühlschrank, da wird das Kokosfett fett, du kannst es rausholen und du hast halt hinterher immer noch einen Boost im Mundgefühl und wenn du Glück hast, von den Aromen her, die im Fett löslich waren. Wenn ihr weiter lesen wollt zu den Themen, kann ich euch wirklich die beiden Bücher echt empfehlen. Das eine ist halt von Wilges Aroma, das ist wie eine Bibel und jetzt neu rausgekommen im März, glaube ich, ist von einer, ich weiß gar nicht, wie ich den Job zusammenfassen würde, aber Noma, Ex-Noma und hat halt einen Hintergrund in Wissenschaft. Und das sind zwei Bücher, die sind zwar nicht unbedingt leicht zum Lesen, aber ich garantiere dir, dass, also wenn du etwas aus Büchern ziehst, wenn du der Typ dafür bist, dann wirst du aus diesen beiden Büchern definitiv Inhalt ziehen, der dir in dieser Thematik hilft. Genau, an der Stelle möchte ich mich dann ganz gerne... Okay, mein PC steigt, wir sind eigentlich am Ende. Vielen, vielen Dank an alle. Danke an Schweppes und danke an euch und das Bar-Symposium. Ja, einmal danke an Alexei für den fantastischen Vortrag. Gibt es noch Fragen in der Aufbruchstimmung? Ja, Chaba? Du hast vorhin gemeint, dieses süße Säureverhältnis kann man relativ gut trainieren, oder? Das hast du immer versucht, auch bei deinen Bartendern dieses Training anzustoßen. Was für Tools hast du dafür benutzt oder wie hast du das genau gemacht? Ego. nee, also tatsächlich ist es so, dass, also ich finde, also ich, es gibt zwei Möglichkeiten. Das eine ist halt, also wenn jemand neu hast, der mixt, dann schmeckst du Drinks ab und irgendwann kommt eigentlich immer der Moment, wo die Leute sagen, also irgendwer sagt im Lauf der Zeit immer, aber das habe ich gejiggert. Und ich mache so zwei Tests. Der eine Test ist, ich gebe den Leuten einen Jigger und ich sage, ich mache überhaupt keinen Druck und ich sage, mach mal zwei Drinks. Und danach wiege ich das. Und es gibt immer Abweichungen, immer. Der andere Test ist, das ist das Buch von den Jungs aus London von Sand & Whiskers. Die beschreiben in deren Buch auch eine Jigger-Challenge. Das geht so ein bisschen in diese Richtung. Und das dritte ist halt, was ich extrem geil finde für süße Säure, ist, ich nenne es die Daiquiri-Challenge. Und zwar, du machst genau das Gegenteil. Du gibst den Leuten einfach nur eine Flasche rum, ganze Limetten und Zucker mit einem Löffel. Also kein Sirup. Und dann sagst du, mach einen Daiquiri. Und das ist ja ganz geil, weil du musst denen vorher dieses Gleichgewicht erklären. Aber wenn du einfach mal Leute hinstellst mit ungewohntem Maße, keine Ausgieße oder irgendwas, keine Jigger, sondern einfach nur sagst, ey, mach jetzt aus der Flasche und balancier den Drink, dann fangen die an wirklich darauf zu achten. Weil davor verlassen die sich auf den Jigger, was weiß ich, und die denken nicht über sowas nach. Aber eigentlich nur zu sagen, ey, sie sind Limetten, Zucker und Rum ist eigentlich eine ganz coole Challenge, dass man sich wirklich anfängt, über Balance Gedanken zu machen. Also da kommen auch teilweise sehr lustige Ergebnisse bei raus. Aber das bringt dich in Richtung von Flavor und Tasting wie sonst kaum eigentlich was. Ich habe zwei kurze Fragen. Einmal, wenn man alkoholfrei die Drinks Milch klärt, sind die auch ähnlich haltbar wie normale Milchpunches? Auf gar keinen Fall. Tatsächlich ist es so, dass in meinem Vortrag letztes habe ich darüber gesprochen, alkoholfreie Drinks sind eigentlich ein gefundenes Fressen, um schlecht zu werden. Du kannst ein paar Dinge machen. Erstens schnell verbrauchen. Zweitens einfrieren in Vakuumbeuteln oder so. Also einen alkoholfreien Drink würde ich eigentlich immer so machen, so, du weißt ungefähr, wie viel pro Abend du verbrauchst und ich hätte immer im Freezer einfach 20% Backup. Also wenn ich weiß, ich verbrauche, keine Ahnung wie viel, wenn ich weiß, normalerweise verbrauche ich 20 Drinks, hätte ich aber immer einen Beutel, den ich im Zweifelsfall schnell in die Spülmaschine werfen kann oder sonst was. Das heißt, wenn ich merke, ich habe nur noch 10 Drinks übrig, Drink auftauen, fertig. Die andere Möglichkeit ist, das habe ich selbst nicht ausprobiert, aber es ist eine Möglichkeit, aber es kommt auf die Packstoff an, ist, du kannst Vakuumbeutel auch einfach nur in den Ofen schieben und quasi pasteurisieren. Also sprich 60 Grad, so und so lange oder sonst was und dann kannst du feststellen, ob der Drink quasi dann hinterher haltbar ist oder nicht, aber wenn ich ehrlich bin, ich glaube, das Einfachste ist eigentlich einfach vakuumieren und einfrieren. Und dann die zweite Frage wäre, weil deine Drinks jetzt haben ein richtig intensives Geschmacksprofil und zum Beispiel, wenn ich viele Whiskys am Abend trinke, nach dem sechsten, dann kann ich auch nicht mehr schmecken, was der für Profile hatte. Ist es bei Alkoholfreien, wenn man jetzt nicht unbedingt kaum oder gar keinen Alkohol trinkt, kann es auch ungefähr bei dem Profil von deinen Cocktails sein, alkoholfrei, dass es auch der Gaumen überreizt wird irgendwann? Das ist eine Dosisfrage. Also zum Beispiel ist es so, wenn ich jetzt mit Schärfe übertreiben würde, definitiv.
Das ist genau das, was ich meine. Und das ist genau das Spannende. Ich habe am Anfang gesagt, das ist ein additiver Mechanismus. Das bedeutet, je mehr du reinmachst, desto mehr machst du. Und das ist genau auch dieses Profil über der additive Mechanismus kann insgesamt die olfaktorische Wahrnehmung, also den Geschmack, übersteuern. Das ist genau im Endeffekt deine Frage. Und die einfachste Antwort ist Schärfe oder sonst was. Ne? Also wenn du es übertreibst mit diesen Mitteln, dann merkst du irgendwann nur noch scharf. Okay. Oder du merkst nur noch, und vielleicht das Aroma geht runter. Also ist als Gast, wenn man jetzt den einen gleichen trinkt, dass er dann übertrieben wird? Oder wenn man nee, ich glaube nicht. Also das kommt irgendwie ein bisschen drauf an. Also ich habe jetzt diese Drinks extra schon so ein bisschen frosch gemacht, weil ich wollte, dass die Power haben, Anführungszeichen. Das heißt, man könnte ja so, je nachdem, was du machst, aber ich meine, das Publikum sind Barkeeper, sind Leute, die jetzt irgendwie hinkommen wegen Flavor und das Thema von dem Ding war auch Flavor. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie lasche Drinks machst, so ungefähr, dann ist es nicht so ganz passend. Aber ja, also ich glaube nicht, dass es passiert, aber probier es aus, weil das Wichtige ist immer noch, dass du machst zwar spezielle Drinks, aber im Endeffekt ist es immer noch, die müssen gefällig sein. Also so ein gutes Beispiel ist, ich nenne es immer den Mama-Test. Meine Mutter hat null Ahnung von Drinks. Null. Absolut null. Ich glaube, meine Mutter trinkt auch keine Drinks. Aber hier ist das Ding. Wenn sie einen Drink trinkt und der schmeckt nicht, dann wird sie sagen. Und das, nee, das ist wirklich so. Also ich glaube, Monika Berg hat mal was Ähnliches gesagt. Die hat mal zu ihrem Team gesagt, bevor ein Drink auf die Karte kommt, musst du nur eine Frage beantworten. Würdest du den Drink deiner Mutter servieren? Und das ist halt echt so, weil du kannst spezielle Aromenkombinationen haben, wie, ich nenne es jetzt mal, es ist nicht so speziell wie die anderen Sachen, aber rote Beete, Kokos und Kakao ist jetzt nicht ganz so alltäglich. Und die Frage, die du halt stellen musst, ist, würdest du den Drink deiner Mutter servieren, dass er immer noch gefällig ist oder nicht? Und wenn die Antwort ja ist, weil es immer noch gefällig und lecker ist, dann ist es geil. Aber wenn du, aber einen zweiten würde ich ja nicht machen, würde ich den Drink schon längst austauschen. Also, wenn zu mir ein Gast sagen würde, so, ist ja eigentlich ganz lecker, aber auch nicht so, dann würde ich eigentlich, selbst wenn nur noch ein Drittel oder 40% drin ist, also ist die eine Sache, ob es frech ist oder nicht, das kann man immer evaluieren, aber ich würde den Drink pauschal austauschen, neu hinstellen, einfach nur weil, ey, der eine Euro im Wareneinsatz ist dir so egal, im Verhältnis zu, du hast gerade einen Customer gemacht, das nächste Mal, wenn die in eine Bar geht, kommt die wieder. Garantiert, weil du eben diesen Mehrwert generierst. Fang? Gut. Nee. aber tatsächlich ist, wenn du googelst The Blend Number Cruncher, könntest du vielleicht was finden zum Kalkulieren. Dann kannst du selbst kalkulieren.